Ich muss sagen, das kam mir eigentlich gerade ganz gelegen, weil ich hier sowieso den Folgen-Cut machen wollte. Das Problem ist, dass ich jetzt tot bin. Also, nicht jetzt, sondern... Hey! Meine Vorhersage! Ja, natürlich. Jetzt, wo ich die Vorhersage gemacht habe, sterbe ich nicht, oder was? Ah, da ist halt der Tod. Alles klar. So, und mit frischem Mut geht's weiter. Ich habe die ersten Lums verpasst. Es ist mir vollkommen egal. Denn jetzt sind mir die Lums auch egal. Ich rushe jetzt einfach nur noch durch und nehme die Lums mit, die ich mitnehmen kann. Ja, wenn ich da so hoch springe, dann kriege ich immer den zweiten Sprung dann nicht mehr. Das ist ziemlich blöd. Generell finde ich, dass sie in Rayman Origins ein klein wenig zu viel auf die Levels Tempo, Tempo, Tempo und möglichst die Schrittfolge auswendig lernen, die man braucht, um hier durchzukommen, ohne zu sterben. In Rayman 1, da war es noch so, da brauchtest du noch Technik. Und hier, da brauchst du einfach nur noch Tempo und musst hier möglichst alles auswendig kennen. Genau wissen, wann du welche Tasten drücken musst, aber komm, ist egal. Danke, dass ich die Medaille gekriegt. Ja, sicher. Wie schnell muss ich denn darüber? Ich darf den Helikopter nicht benutzen. So ist es einfach. Ich darf den Helikopter nicht benutzen, sonst bin ich tot. Ist einfach so. Was ist man? Oh mein Gott. Seht, wie dicht sie... Ich muss doch... Alles klar. Endlich! Endlich sind wir im geilen Abschnitt des Levels. Da, da, da. Der Chefkoch ist wieder da mit seinem geilen Lied. Und seiner Band. Da, da, da. Und wir sind jetzt im Inneren des Bosses. Da, 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 da. Der Boss ist nämlich eigentlich nicht der Boss, sondern der Boss ist der Körper des Bosses. La 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 la. La la la. Und offensichtlich scheint er Blähungen zu haben, denn wie sonst könnte man dieses ganze Gas, was hier in diesen Blasen quasi gefangen ist, erklären? La 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 la. La 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 la. La la la. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh nein, Feuer, Feuer. Aber Strohhalm. Okay, im Boss sind Strohhalme und Feuer. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Aber das kann nicht normal oder gesund sein. Und da hinten, das sind dann wahrscheinlich die roten Blutkörperchen. Verdammt. Egal. Na? Wunderbar. Es geht weiter. Oh la la. Oh Leute. Ich lebe noch. Wie geil. Ich lebe noch. Oh. Dumm, dumm. Los, schnell, 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 schnell. Zack. Und ich glaube, das gefällt ihm gar nicht, was wir jetzt mit ihm machen. Also mit seinem Inneren. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Feu, feu, feu. Feu, feu, feu. Pater, feu, feu. Ah, SpongeBob. Geil. Vergesst, was ich die ganze Zeit jetzt sage. Das ist sinnfrei. Aber dieser Bosskampf ist nicht sinnfrei, denn er ist ziemlich geil sogar. Zumindest mal was anderes. Dam, da, da, dam, dam, dam. Und vor allem die Musik. Okay, ein Herz verloren. Ist nicht so schlimm. Denn wir kriegen jetzt neu. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Warte, da müsste ich eigentlich genau. Die bleiben da stehen und erst diese Feuerzunge sollte einem Sorgen machen. Okay. Dam, 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 dam. Und drüber. Und ich weiß nicht, ob ich da schon dran komme. Ja, tatsächlich, ich komme da dran. Ja, ja. Und ich glaube, der kollabiert gleich. Oh nein. Die Magensäure steigt und ich glaube, jetzt kommt hier unser schöner Untersatz. Genau. Der verschwindet jetzt nämlich. Und dafür kommen die Blasen. Das Gas. Dam. La, la,
la. Ai, ja, ja, nee, leider können wir das Ding jetzt noch nicht bekämpfen, sondern erst gleich. Wenn die nächsten paar Flammenzungen vorbei sind. La, 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 ha, ha. Und zwar jetzt müsste sie eigentlich kommen, oder? Genau. Und zack. Nein, komm schon. Ja. Okay, ich dachte schon, ich hätte das Ding nicht gekriegt, oder? Ich hätte keine Chance mehr, es zu kriegen. So, komm, die Herzen, die nehme ich mir jetzt auch alle. Ah, fast alle. Oh nein. Genau, jetzt kommt der Tempoabschnitt. Dann, wir werden vom Feuer gejagt. Die Lumps kann ich noch mitnehmen, weil das Feuer diesen Weg auch nimmt. Alles kein Problem. Eigentlich ist der Abschnitt jetzt... Man könnte ihn für schwer erachten, aber ich tue es eigentlich nicht, weil er ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss sich halt bloß konzentrieren und auf die Strecke achten, die man zu absolvieren hat. Oh, zum Beispiel so oder so. Oder so. Und man ist jetzt eigentlich schon durch. 180 Lumps haben wir gekriegt. Ich glaube, das reicht. Ja, sing uns ein Lied. Zack. Ich fühle mich jetzt viel besser. Molto bene. Oh yeah. Da-da-dam-dam. Und wie ist die Aufteilung? Oh, wunderbar. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Und wir können auch direkt gleich schon den Schädelzahnlevel machen. La. Einfach nur genial. Einfach nur genial. Das war wieder geil. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in dieser Aufnahme geil gesagt. Ich weiß gar nicht, wie oft generell ich in diesem Let's Play schon geil gesagt habe. Einfach geil. Und auch die Energie dieses Königs fließt in die launischen Wolken. Aber wir haben hier noch einen Auftrag, nämlich... Eisangelsoße. Die Elektrons können den Weg freimachen. Oh yeah. Ich bin sicher, hier bringen sie wieder diesen Wechsel von Feuer zu Eislevel rein. Also hier ist zuerst Eislevel. Okay. Das ist ja gar nicht so schlimm. Dam, dam, dam. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, dam. Ich glaube bloß, dass der Level schon... Ach, ich habe es jetzt immer geglaubt, dass die Level schwieriger... Sie sind schwieriger, wie ihr seht, denn ich bin gestorben. Einmal. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und es geht weiter. Ich sollte auch mit dieser Melodie versuchen zu singen. Dam, 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 dam. Sinnfreie Laute machen. Ich glaube, das kommt besser. Dam, dam, dam. Oh Gott, sie hat einen ganz schönen Vorsprung. Nein, doch. Verdammt. Okay, wir haben den Vorsprung wieder rausgeholt. Gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Es ist noch alles drin, noch nichts ist entschieden. Und wie ihr seht, man kommt hier locker durch, ohne den Helikopter zu benutzen. Jawohl! La. Yeah. Ja, nur einmal gestorben sind wir. Okay, das ist akzeptabel. Zwar nicht perfekt, aber akzeptabel. Wunderbar, schon 8 Schädelzähne. 2 fehlen uns noch. La, la. Na, dann würde ich mal sagen. Bitteschön. 2 fehlen dir noch, dann ist deine Kauleiste wieder vollständig. Und traditionsgemäß wählen wir natürlich Rayman wieder aus. Yay, Bongo, Bongo, Und für den hier fehlen 220. Wow, da brauchen wir viele Elektrons für. So, und in der nächsten Aufnahme sehen wir uns dann in der Welt schauriger Schlund wieder. Die dann auch eigentlich die letzte dieser Reboot-Welten ist, sag ich mal. Bis dann, tschüss!